Heute schauen wir uns die richtige Technik, das richtige Fortkommen und das Überwinden von Schwierigkeiten am Klettersteig an. Dafür haben wir uns wieder einen besonderen Klettersteig als Modell rausgesucht. Los geht's! Und wie jede Woche herzlich willkommen im Klettersteig-Grundlagenkurs. Starten wir den heutigen Kurs mit der wichtigsten Frage für alle Einsteiger, aber auch für alle Fortgeschrittenen, die eines Tages mal so einen richtig langen Klettersteig ganz sorgenfrei durchsteigen möchten. Klettersteige wie der große Priel-Klettersteig oder ähnliche erfordern extrem lange Konzentration, aber vor allem ein perfektes Haushalten mit der verfügbaren Kraft und der verfügbaren Ausdauer. Das geht nur, indem man eine perfekte Technik in anspruchsvollen Passagen an den Tag legt. Schauen wir uns die erste wichtige Technik an, der lange Arm. Wer lange am Stahlseil hängt, der braucht Muskelkraft und große Muskeln können mehr Arbeit über längere Zeit verrichten als kleine Muskeln. Das müssen wir beachten. Hier zwei Beispiele, wie man am Klettersteig gehen kann. Das hier ist die Variante, in der man so nah wie möglich immer am Stahlseil entlang hochsteigt. Man sieht, die Arme sind angewinkelt, eine hohe Spannung im ganzen Körper ist notwendig. Die zweite Variante zeigt die gleiche Situation, jedoch mit gestrecktem Arm. Der größte Unterschied? Einmal haben wir die Belastung auf den Bizeps und einmal auf die gesamte Schulter- und Rückenmuskulatur. Und wenn große Muskeln besser und länger arbeiten können, dann stinkt der Bizeps im Vergleich ganz schön ab, selbst wenn man Markus Rühl heißen mag. Der Bizeps ist letztlich kleiner als die Rücken- und Schultermuskulatur, weshalb es energiesparender ist, am langen Arm zu steigen und auch zu rasten. Der lange Arm ist außerdem noch für die wichtigste zweite Technik am Klettersteig notwendig. Und genau zu der kommen wir jetzt. Technik Nummer 2. Reibungssteigen. Eine Art der Fortbewegung, die die Wanderer und Bergwanderer unter euch vermutlich noch nie ausprobiert haben oder noch nie ausprobieren mussten. Das steile Ansteigen am Fels durch Reibung. Ab einem gewissen Punkt ist Schwerkraft kein Freund mehr. Wird der Winkel zu steil, zieht die Schwerkraft stärker vom Fels, als sie an den Fels zieht. Dem können wir jedoch trotzen, indem wir die Reibung des Bergschuhs nutzen. Je mehr Druck wir auf den Fels bekommen, desto höher ist die Reibung zwischen Fels und Schuh. Heißt auch, wir können mehr Neigung trotzen und weiter stabil stehen. Für mehr Druck, als wir eigentlich erzeugen würden, müssen wir am Klettersteig eine Gegendrucktechnik anwenden. Dafür gibt es einen super einfachen Trick. Wandert das Gesäß nach außen, steigt der Druck auf den Füßen. Übrigens vollkommen automatisch. Heißt, ihr müsst nichts weiter tun, als den eigenen Prachtarsch gen Tal zu strecken. Dabei müssen gleichzeitig die Hände stets gestreckt sein, da nun durch die Verlagerung des Schwerpunkts der Zug auf den Händen mehr wird. Hier ist das Halten über den Mietsbizeps kaum noch möglich. Diese Technik scheint im ersten Moment widersinnig. Schließlich will man ja in der Wand bleiben und nicht rausfallen. Und auf leichten Steigen mit großen Tritten und Griffen ist das auch nicht wirklich notwendig. Sobald aber Tritte fehlen und eine glatte senkrechte Wand vorliegt, wird das richtig wichtig. Denn dann funktioniert das Weitersteigen nur noch über die Reibung. Diese Quergänge und Aufschwünge über glatte, steile Felspassagen sind die häufigsten Umkehrpunkte bei Einsteigern. Nicht, weil sie zu schwach sind, sondern weil ihnen schlichtweg die richtige Technik fehlt. Mit dieser Technik kann man alle Schwierigkeiten in einem Klettersteig möglichst kraftsparend überwinden. Natürlich ist das immer noch anstrengend, aber die Gefahr des Wegrutschens und damit eines Absturzes ist durch diese Technik jedenfalls ziemlich minimiert. Hier lohnt sich auch gutes Schuhwerk mit einem hochwertigen Gummi an der Sohle, der weder schmiert noch abrutscht. Bergschuhe, Zustiegsschuhe und Co. lohnen sich hier also erst recht. Technik Nummer 3. Schwerpunkt unter den Armen. Diese Technik gilt vor allem für Quergänge. Auch hier sollten wir natürlich so kraftsparend wie nur irgend möglich unterwegs sein. Das gelingt am einfachsten, indem wir den Schwerpunkt unter die gestreckten Arme bringen. Warum? Die Belastung verlagern wir durch den gestreckten Arm auf die Schultern. Durch das Absenken des Schwerpunkts können wir Teile der Last aber auf weitere Muskeln im Rücken übertragen, sodass sich die Last besser verteilt. Außerdem ist ein netter kleiner Nebeneffekt, dass man so noch leichter eine solide Gegendrucktechnik und eine gute Reibungssituation schafft. Technik Nummer 5. Das Drüberschieben.
Eine Technik, die allen fortgeschrittenen Kletterern ab dem 7. Grad eigentlich ein Begriff sein sollte, aber auch Klettersteiggeher jedenfalls kennen sollten. Hat man einen hohen Tritt und keine soliden Zwischentritte, dann muss man trotzdem weiter. Eine Lösung ist, dass ein Bein hochkommt, auf die Klammer oder den Tritt zum Beispiel, und dort hoch angestellt wird. Dann kann man mit dem Verschieben der Hüfte das Gewicht auf das angewinkelte Knie, welches weiter oben ist, verlagern. So kann man ganz ohne zusätzliche Armkraft einen großen Schritt in der Senkrechten machen. Die Arme braucht man jedoch trotzdem, da vor allem am Anfang diese Technik für Gleichgewichtsprobleme sorgen kann, wenn man es freihändig macht. Wichtig ist dabei, dass sich das Knie immer rausdrehen muss, also nach außen, denn sonst würde man sich das Knie natürlich am Fels anstoßen. Technik Nummer 6. Geschwindigkeit. Das ist tatsächlich eine Technik. Geschwindigkeit ist nämlich Sicherheit. Das ist bis zu einem gewissen Punkt in den Bergen nicht falsch. Und nein, damit meine ich keine Scherzkekse in Laufschuhen in der Watzmann-Ostwand, sondern punktuelles Tempo. Wenn ich 20 Minuten für eine D-Passage im Klettersteig brauche, dann verbraucht das mehr als doppelt so viel Kraft, wie wenn ich 10 Minuten dafür brauche. Das soll nicht heißen, dass man sich hetzen soll und so schnell wie nur irgendwie möglich sein muss. Ganz und gar nicht. Der Fokus liegt natürlich weiterhin auf Konzentration und Sicherheit. Jedoch macht es Sinn, beispielsweise vor einem schweren Stück nochmal Pause zu machen. Dann hat man wieder genug Kraft, auch solide und in einem Stück durch schwere Passagen zu steigen und keine Kraft zu verschwenden. Außerdem sollte man bei schweren, langen Passagen keine Probleme mehr haben, sein Klettersteigset schnell und sicher umzuhängen. Das Hadern mit dem Klettersteigset in dem Moment der Anstrengung ist ein echtes Sicherheitsrisiko, weshalb Übung hier jedenfalls der beste Tipp ist. Diese 6 Techniken sind definitiv keine kleineren Raffinessen für Experten. Hier geht es wirklich um Techniken, die wir alle beherrschen sollten, wenn wir sicher am Klettersteig unterwegs sein wollen. Schließlich sind am Klettersteig Fehler einfach nicht erlaubt. Und gerade auf richtig langen Klettersteigen werden immer wieder Menschen gerettet, weil sie einfach erschöpft sind und nicht mehr können. Das sind alles Probleme, die natürlich auch mit mangelnder Fitness zu tun haben. Aber meistens liegt es eigentlich nur an der Technik der Stunden zuvor. Denn Klettersteige sind kein Extremsport. Klettersteige brauchen keinen 5-Jahres-Plan als Trainingsvorbereitung. Aber es braucht eben solide Techniken, mit denen man so effektiv und effizient wie nur irgendwie möglich vorwärts kommt. Egal ob 100 Höhenmeter D oder 7 Kilometer C. Wenn euch die heutige Episode des Klettersteig-Grundlagenkurs gefallen hat, dann denkt gern daran, dass sich dieses Alpen-Academy-Projekt durch eure freiwilligen Beiträge in Form eines Kaffees finanziert. Daher danke ich an dieser Stelle auch allen, die das immer wieder mal tun. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!